Moin, heute zeigen wir euch, wie ihr richtig leckeres Sauerkraut erstmal selber fermentiert und dann noch schön zubereitet. Viel Spaß! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und liked unsere Videos. Viel Spaß beim Zuschauen! Prost! So, für Sauerkraut brauchen wir einen Kohl. Wir nehmen Weißkohl, ihr könnt auch einen Spitzkohl nehmen, je nachdem, was ihr lieber mögt. Und wir brauchen Salz, das sind die einzigen Zutaten. Auf 1 Kilo Kohl nehmt ihr 20 Gramm Salz. Ich nehme ganz gern so ein japanisches oder chinesisches Hackbeilmesser. Die sind sehr leicht und damit kann man sehr schnell schneiden. Vor allem gerade bei so einem großen Kohl ist das sehr praktisch. Wir machen heute aber nur den halben Kohl, also 500 Gramm, weil wir nicht so viel Platz in unserem Glas haben. Fangen wir an. Wir schneiden den Kohl einmal in der Hälfte durch. Legen die andere Hälfte zur Seite. Und jetzt ist es wichtig, dass wir in sehr feinen Streifen ihn schneiden. Das heißt, einfach mit dem Messer schön fein hacken. Je feiner, desto besser. Ihr könnt dafür auch eine Raspel nehmen oder so eine Küchenmaschine. Aber mit dem Messer geht es eigentlich genauso gut. Dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber ihr müsst weniger spülen. Den Strunk schneiden wir nicht mit. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr daran vorbeischneidet. Den wollen wir nicht im Kraut haben. So, jetzt haben wir hier schön lange Kohlfäden. Das ist egal, wenn die so lang sind, weil durch die Fermentation fallen die sowieso zusammen und werden sehr weich. So, wir tun jetzt unseren Kohl in eine Schüssel und da nehmen wir jetzt unser Salz und in unserem Fall haben wir ja 500 Gramm Kohl ungefähr und tun da jetzt ungefähr 10 Gramm Salz drauf. Ihr müsst natürlich euer Salz nicht selber reiben, aber da ich meistens einfach nur Meersalz zu Hause habe, muss ich das leider noch durch die Mühle hauen. So, zwischendurch immer schön den Kohl einmal wenden, damit auch überall Salz dran ist. So, das war's fürs Salz. Jetzt müssen wir den Kohl kneten und schön drücken. Wir wollen nämlich jetzt die Zellstrukturen ein bisschen zerstören, damit das Wasser austreten kann vom Kohl. Denn Kohl ist sehr viel Wasser. Und das brauchen wir, da wir später keinen Sauerstoff am Kohl haben wollen, während er fermentiert. Sonst schimmelt er nämlich. Man merkt jetzt schon, der Kohl wird viel, viel weicher und viel nasser. Meine Hände sind jetzt auch schon komplett nass. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weitermachen, dann sieht man sogar, wie gleich Wasser hier raustropft. Ich kann auch jetzt schon erkennen, der Kohl ist ganz weich, sieht nicht mehr aus wie ein frischer Kohl, der gerade geschnitten worden ist, sondern halt fast schon ein bisschen wie Sauerkraut. Die Farbe ist noch ein bisschen anders, die wird sich in der Woche, die wir den fermentieren lassen, verändern. Aber das kommt alles noch. Wenn ihr den jetzt hochnehmt und draufdrückt, seht ihr, es kommt schon Wasser raus. Das ist super, dann müssen wir noch ein bisschen weiter kneten und können ihn gleich ins Glas tun. Der Kohl fällt jetzt auch stark zusammen. Das heißt, ihr braucht auch gar nicht so viel Glas auf die Menge Kohl. So, wir haben uns jetzt übrigens doch entschieden, den ganzen Kohl zu machen, weil er so stark zusammengefallen ist. Das wird schon in unser Glas passen. Wir tun jetzt noch ein paar Gewürze dazu. Wir haben hier Kümmel, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter. Die geben wir dazu. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal genau, wie viel Gewürz ihr braucht. Das mengen wir jetzt noch einmal unter. Das müsst ihr jetzt nicht mehr so fest drücken, da sonst auch eure Lorbeerblätter kaputt gehen. Riecht jetzt schon ziemlich lecker. Und das tun wir jetzt einfach in unser Weckglas und werden das jetzt da reinpressen. Ihr wollt nämlich so wenig Luft wie möglich in eurem Kohl haben. Deswegen immer ein bisschen reintun und dann drückt ihr schon mal an. Dann seht ihr auch, das Wasser kommt dann langsam raus und steigt dann immer hoch, wenn ihr drauf drückt. Immer mit der Ruhe eine Hand und einmal drücken, bis das Glas irgendwann voll ist. Wenn ihr drauf drückt, seht ihr, dass das Wasser schön nach oben steigt. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wenn ihr ein bisschen Wasser noch in der Schüssel habt, könnt ihr das auch gerne noch mit dazugeben. Ob es so schlau ist, das voll zu machen, das weiß ich noch nicht. Es entstehen nämlich später Blasen durch die Fermentation. Deswegen macht es nicht ganz so voll oder stellt was drunter, dass, wenn es überläuft, es nicht so schlimm ist. Dann macht ihr jetzt einen Deckel drauf, den macht ihr nicht luftdicht zu.
weil, wie gesagt, ja Blasen entstehen, sonst könnte das vielleicht platzen. Oder die Fermentation, wenn nicht so schnell. Das lassen wir jetzt eine Woche lang stehen, bei Zimmertemperatur. Besten irgendwo in der Küche, wo es nicht zu heiß ist, wo keine Sonne direkt drauf scheint. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Woche. Ciao! Ciao! So, eine Woche später schauen wir mal, was aus dem Sauerkraut geworden ist. Als es gegoren ist, ist es ein bisschen übergelaufen nach dem ersten Tag, weil wir so viel hier reingetan haben. Aber wie gesagt, da war ja eine Schüssel drunter, also nicht so schlimm. Oh, das ist ein richtig saurer Geruch, aber ein bisschen süß noch. Man riecht die Lorbeerblätter richtig schön durch. Super gut. Das machen wir jetzt noch ein bisschen an mit einer Zwiebel in Butter, ein bisschen heiß, mit ein bisschen Brühe. Wir haben hier eine Schweinebrühe, die haben wir selber gemacht. Sieht jetzt vielleicht nicht ganz so appetitlich aus, aber da könnt ihr einfach nehmen, was ihr wollt. Könnt auch eine Gemüsebrühe nehmen. Zuerst schneiden wir die Schalotte klein, die wir reintun. Da wie immer oben und unten anschneiden, einmal in der Mitte durch und die Haut abziehen. So, geschält sind sie. Und dann einfach in kleine, feine Streifen. Jetzt können wir unseren Topf anmachen. Geben dort ein bisschen Butter rein. Und lassen die erstmal schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, können wir die Schalotten hinzugeben. Und stellen die Hitze ein bisschen runter. Sonst verbrennt die Butter und die Zwiebeln. Die braten wir jetzt ein bisschen glasig und geben dann den Rest dazu. Wenn die Zwiebeln schön glasig geworden sind, ein bisschen braun, können wir was von unserem Sauerkraut nehmen. Wir nehmen nicht alles, vielleicht so gut die Hälfte, denke ich mal. Und da geben wir dann unsere Brühe rein. Das lassen wir jetzt für ungefähr 20 Minuten auf niedriger Hitze mit dem Deckel vor sich hin köcheln und dann ist fertig. So, Sauerkraut hat jetzt ungefähr 20 Minuten gekocht. Schauen wir mal, was daraus geworden ist. Huh, na, intens. Kocht noch schön vor sich hin. Können wir jetzt auch ausmachen und rühren das nochmal um. Die Farbe ist auf jeden Fall schon so, wie es sein soll. Die Konsistenz fühlt sich auch gut an. Würde ich sagen, tun wir direkt mal was auf den Teller. Ja, dann probieren wir doch mal. Naja, das riecht gut. Ein starker Lorbeergeschmack, schön sauer, aber halt noch sehr kohlig, hat noch einen kleinen Biss, nicht zu weich geworden. Richtig gut. Dazu wäre jetzt bestimmt eine perfekte Beilage, so ein Stück Krustenbraten, oder? Schaut euch das nächste Video an. Also, wenn ihr auch Sauerkraut macht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!